Hallo, meine Energiebündel und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal mit einem neuen Energy-Testvideo. Ja, ich wollte gerade sagen, mit einem neuen Energy-Drink. Es ist eine Energy-Müllermilch. Ja, Leute, wie krass ist das denn? Es gibt jetzt Müllermilch Energy in der Sorte weiße Schokolade und Moringa-Extrakt. Hä? Was auch immer das sein soll, es hört sich komisch an. Ich hoffe, dass ich das Testvideo hier überlebe. Ich habe hier einmal ein Glas. Normalerweise trinkt man es ja aus einer Flasche. Ich fülle es jetzt aber einmal in ein Glas, um euch das zu zeigen. Ich habe es mir auch nur gekauft, weil... Ja, es riecht schon mal... pflanzlich? Keine Ahnung. Ich habe es mir natürlich nur gekauft wegen der weißen Schokolade. Ja, ihr seht, das sieht eigentlich aus wie normale Milch. Es ist ein bisschen dickflüssiger. Ja, Moringa-Extrakt. Keine Ahnung, es steht weiße Schokolade drauf und das hat mich gereizt. Und ich bin jetzt gespannt. Mmh. Oh. Leute, das dauert keine 3 Sekunden. Was ist das denn? Also das ist... Also der erste Schluck, ich kann schon sagen, das schmeckt mir nicht. Klar, sie kommt aus dem Kühlschrank und es ist jetzt gerade schön erfrischend und kühlend. Aber enthält natürliches Koffein. So wie ein Espresso. Also ich trinke ja sowieso kein Espresso. Es ist Koffein mit bei. Also Leute, Koffein in einer Müllermilch. Also irgendwas stimmt damit nicht. Schmeckt mir überhaupt nicht. Also es riecht noch nicht mal gut. Und ich schmecke auch keine weiße Schokolade. Das schmeckt eher so wie Banane mit Schale und Autogas. Also, boah, das geht gar nicht. Also, Leute, das trinke ich auch nicht aus. Also, das landet gleich in meinem Klo. Ja, das werde ich hier schön einmal verdünnen und in die Toilette kippen. Mache ich jetzt kein Testvideo von. Aber ihr könnt mir glauben, das Ding landet auf jeden Fall nicht mehr in meinem Kühlschrank auf einer Skala von 1 bis 10. Auch nur ein Punkt. Also es ist wirklich nicht richtig gut. Ich habe ja schon mal die Müllermilch für euch getestet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt. Ich glaube irgendwas mit Dynamite. Die war auch richtig ekelhaft. Und die kann da auf jeden Fall mithalten, Leute. Es gibt halt so Produkte. Es gibt auch noch eine zweite Sorte. Trotzdem teste ich auch diese Sorte für euch. Also die andere. Und bin gespannt, ja, was die so kann.